Hallo und willkommen zu Tag 26, 3. Oktober, 19.19 Uhr. Und ich dachte, ich muss mal gerade jetzt hier starten, weil die Sonne, sie ist verschwunden. Sie verschwindet gerade hier in Fuerteventura Corralejo. Und man kann sie noch ein bisschen sehen. Sie ist dabei zu verschwinden. Eigentlich wollte ich Vicky gerade erzählen, was so abgeht, nachdem sie mir so viel von sich erzählt hat und der Kleinen und was so abgeht. Und ich freue mich so. Ja, einer meiner closesten Friends ist einfach Mama seit über einer Woche. Und das ist super spannend, das zu erfahren. So in dem Sinne halt auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Was ist heute so los gewesen bei mir? Ich habe ja vorhin schon erzählt über die letzten anderthalb Tage, die ja irgendwie auch echt wild waren und echt viel los waren. Und ja, ich habe gerade mich gewaschen, aber die Haare nicht mit, die sind nur unten so ein bisschen nass. Hey! Frage, habt ihr noch Salz? Salz? Ja. Schwieriges Thema. Wirklich? Tatsächlich ja. Ich guck mal kurz nach, weil Felix meinte, er hat irgendwo noch was, aber ich weiß nicht, ob er es schon gefunden hat. Ich check das eben ab. Warte einen Moment. Ja. Jetzt hat Nicola gerade nach Salz gefragt. Das heißt, ich mache hier eine kleine Unterbrechung und guck mal, ob ich noch was im Boot habe. Oder ihr kommt einfach mit. Ich habe euch lange nicht mehr mit unter Deck genommen. Wir suchen nach Salz. Vielleicht hier in diesem großen Schrank. Ich weiß halt nicht, ob das hier Salz ist. Bicarbonato di Sodio, keine Ahnung. Bicarbonato di Sodio, Das ist eine gute Frage. Aber ich weiß es nicht. Und deswegen. Nein, das sieht nicht gut aus. Nicht wirklich. Okay, aber das können wir schon mal gebrauchen, weil wir haben genau noch etwa genauso viel. Ihr habt genauso viel, okay. Gut, dann. Das mal so rüber. Ja. Möchtest du irgendwas sagen? Wie? Möchtest du irgendwas sagen in meinem. Ja, jetzt wird Curry gekocht. Jetzt wird Curry gekocht. Mega. Ich freue mich drauf. Dankeschön. Nicola sagt, es wird Curry gekocht. So. Also haben wir ein bisschen Salz gefunden. Das ist halt wirklich nicht viel. Jetzt haben wir wirklich kein Salz mehr. Ja, guck mal hier, lassen wir uns den schönen Hintergrund noch dann daneben geben. Wo waren wir? Waren wir schon irgendwo? Habe ich schon irgendwo mit angefangen? Außer mit dem Salzthema. Ja, ich habe gesagt, dass es wild war die letzten Tage und dass einfach super viel los war. Und es ist immer noch super viel los. Jetzt habe ich gerade mal einen kurzen Moment. Das heißt, ich habe mich einfach mal frisch gemacht. Ich habe mich heute Morgen so eklig gefühlt. Ich habe ja gesagt, in diesem Hafen hier gibt es keine Dusche. Und auch nur am Fährterminal gibt es eine Badmöglichkeit, die um 21 Uhr zumacht. Das heißt, es ist halt wirklich echt auf gut Deutsch gesagt bescheiden, diese Situation. Wir sind jetzt bis Montag, Dienstag irgendwann hier. Keine Ahnung, haben wir noch nicht ganz genau drüber geredet. Am Samstag haben wir schon, morgen ist Freitag und dann gehen wir zum Space, haben wir schon Meeting mit den anderen Artisten und dem Festival-Komitee und sowas. Sonntag habe ich noch eine Varieté-Show mit Syr und Felix mit Diabolo und Mariano und Abby mit Hand to Hand. Also nur Acts mit Live-Musik irgendwie. Ich bin gespannt, das wird wahrscheinlich sehr spontan auch alles werden, was ich dann so mache. Heute Morgen ging es los mit einem Meeting. Ich bin richtig verklatscht aufgestanden auch. Meeting erst auf der Yggdrasil und dann nach sind wir mit den Syrs ja rübergelaufen. Da habe ich ja währenddessen schon was erzählt gestern. Und dann haben wir trainiert, habe ich ein bisschen Syr gemacht, ein bisschen ausprobiert, was man so machen kann. Ich hatte eigentlich den groben Plan schon im Kopf. Dann habe ich gewartet, bis die anderen fertig sind, waren mit ihrer Gruppenprobe, haben ein Plakat angefangen zu malen oder zu basteln und im Anschluss habe ich mir die Gruppensache von den anderen angeguckt, wo ich auch sehr gerne mitmachen würde. Ganz am Ende mache ich ein bisschen mit und
Irgendwann wird das auch mehr werden. Spätestens, wenn wir in der Karibik waren. Weil dann kommt noch jemand dazu und dann sind wir 3 Paare. Und jetzt gerade sind es halt 2 Paare. Deswegen kann ich nicht komplett dabei sein. Genau. Und ansonsten habe ich dann das gemacht mit dem Sur. Wir haben uns noch eine random Person dazu geholt, damit wir genug Leute sind, um es zu halten. Weil ich brauche actually 5 Leute und hat noch andere Ideen, wie wir das machen können. Also ein bisschen Feedback gekriegt auch dazu. Das war ganz cool. Das ist schön, dass man das irgendwie so dann gemeinsam so ein bisschen aufbaut. Und sonst... ja. Sind wir dann zurück, haben Mittag gegessen. Danach hatten wir so ein Meeting für Expectations. Und was uns halt antreibt für das Projekt und was uns ermutigt hat, worauf wir dann Bock haben, worauf wir aufbauen wollen. Das ist, glaube ich, ganz gut gewesen. Da werden wir wahrscheinlich nochmal drauf eingehen und das nochmal irgendwie zusammenfassen. Und dann ging es ins Essen. Nein, davor haben wir gegessen. Ja, davor haben wir gegessen. Ich habe auch schon gebadet dazwischen, weil ich das einfach brauchte. Ich brauchte das einfach. Und danach haben wir uns nochmal zusammengesetzt und haben erst haben dann noch Kostüme rausgesucht und über Kostümwahl und Kostüm gesprochen, beziehungsweise einfach nur ausprobiert aus dem Fundus welche. Und kann ich euch eigentlich auch zeigen oder ihr könnt euch auch einfach irgendwann ein Foto oder ein Video dazu schicken, wie das aussieht oder einfach vielleicht sogar was aus der Performance. Mal schauen, wie das so läuft alles. Genau. Habe ich jetzt also ein Kostüm. Ich habe verschiedene Variationen. Ich habe eine favorisierte und dann noch 2 Varianten, wobei ich eigentlich schon weiß, was ich machen möchte, wie ich es möchte. Und im Anschluss sind wir nochmal in die City, um die Übergänge zu üben, die Transitions. Ich meine, wir haben jetzt in 2-3 Tagen haben wir jetzt die 45-minütige Show zusammengesetzt mit bis auf 2 Leuten, ja 3 Leute oder 4 Leute, die es noch gar nicht gespielt haben. Also nur Emma und Abby hatten einen Plan. Wir haben es auch ein bisschen umgestellt, ein bisschen was verändert so. Und ja, ich bin gespannt, wie das läuft am Wochenende. Also ich bin sehr optimistisch. Ich habe einfach so, ja, Sur brauche ich irgendwie da vom Gefühl her, muss ich gar nicht unbedingt üben oder was machen, sondern lieber diese ganzen anderen Sachen, so Texte lernen und die Gruppensachen und solche Sachen. Und ja, hier ist übrigens mein Sur, was ich obviously eigentlich noch abbauen möchte, weil es nachts immer so nass und feucht und kalt wird, was einfach nicht so schön ist. Also kalt ist egal. So kalt ist es ja nicht. Laufding. Was sind Italiener neben uns? Es ist ein neuer Italiener mit einem Cut gekommen. Cute. Und die Kids bleiben jetzt an Bord. Sweet. Richtig knuffig. Das ist auch so ein Boot. Das ist so türkis. Ich kann es euch einfach zeigen. Das ist direkt hier. Und es ist einfach ein türkises, süßes Bötchen. Und... ja, ein türkises Katamaran. Boot. Und warum ist da Wasser? Hola. Ja, Kostüme, Transitions. Dann bin ich zurück. Jetzt habe ich mich frisch gemacht. Jetzt höre ich mir Nachrichten von Freunden an. Jetzt habe ich kurz, weil die Sonne so schön war, euch ein Video machen wollen. Und ihr merkt das vielleicht. Ich bin ein bisschen durch. Es ist einfach viel, was passiert. Und dementsprechend bin ich einfach müde. Müde, müde Maus. Und ja, so sieht es hier aus. Bei der müden Maus. Und ich würde sagen, das Video ist jetzt aus. Ich baue jetzt das Sur ab, pack das wieder unter Deck, pack meine Sachen für morgen und setze mich noch ein bisschen an den Rechner, um die ganzen Videos hier mal hochzuschieben. Hoffentlich klappt das, hoffentlich kriege ich von den anderen Internet, weil die haben 100 GB und ich habe obviously nur 20 für die nächsten, für bis zum Ende, dass wir hier sind. Also für 1,5-2 Monate. 1,5, 1, keine Ahnung. Aber definitiv nicht so viel, um alle Videos halt immer gut hochzuladen. Sneak ich mich jetzt einfach bei den anderen ein. Also haben die gesagt, das ist in Ordnung. Und ja.
So machen wir das und dann gibt's was zu essen und dann machen wir heute mal einen entspannten Fun-Activity-Abend. Unter meiner Anleitung, ich bin dafür verantwortlich, dass wir auch ein bisschen Fun haben. Ich denke mir so, wir sollten einfach alle nur schlafen. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Und ja, von daher schauen wir mal, was wird. Was wird? Bis morgen.